Hallo, ich bin Monika Reinhold. Ich bin Landtagsabgeordnete aus Kiel für Bündnis 90 Die Grünen. Im Landtag setze ich mich als haushalts- und finanzpolitische Sprecherin meiner Fraktion dafür ein, dass wir mehr Geld für Bildung investieren, für Kindertagesstätten, für Schulen und für Hochschulen. Mir ist es ganz wichtig, dass alle Kinder von klein auf dieselben Bildungschancen haben, dass sie gemeinsam lernen können, dass sie individuell gefördert werden, dass sie die Möglichkeit haben, einen guten Schulabschluss zu erwerben und dass sie das Recht auf einen Ausbildungsplatz haben. Auch müssen sie die Möglichkeit haben, zu studieren. Deshalb lehnen wir Studiengebühren ab. In der Haushaltspolitik setzen wir Grüne auf Nachhaltigkeit und auf Generationengerechtigkeit. Alle Programme müssen daraufhin überprüft werden, ob sie zukunftsfest sind. Die Landesregierung hat bei der HSH Nordbank komplett versagt. Der Steuerzahler, die Steuerzahlerin müssen jetzt mit Milliarden diese Bank stützen. Dass im Gegenzug der Vorstandsvorsitzende auch noch eine Sondervergütung von 2,9 Millionen Euro erhält, ist unverantwortlich und unverschämt. Green New Deal können 40.000 Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Bereich der erneuerbaren Energien, bei Betreuung und Bildung, bei Pflege, Gesundheit, Wellness und Tourismus. Hier ist Schleswig-Holstein stark, hier kann und muss der Norden Arbeitsplätze schaffen, die zukunftsorientiert sind.